Frau Steiner, Sie sind da Assistenzärztin. Warum machen Sie das? Ja, es ist schon lange mein Traum, eigentlich Hausärztin zu werden. Und bis jetzt habe ich vor allem im Spital gearbeitet, schon mal kurz einen Einblick in eine Hausarztpraxis. Und jetzt hat sich die Gelegenheit geboten, dass ich mal einen profunderen Einblick kann überkommen, wie eigentlich der Alltag in einer Hausarztpraxis wirklich aussieht, wo ja komplett anders ist als im Spital. Und was ist Ihr Alltag jetzt in dieser Praxis? Was erleben Sie jetzt da als Ärztin? Ja, es ist natürlich da mit dieser zentralen Lage und weil es halt eine Notfallpraxis ist, unheimlich vielfältig. Und man kann halt nie voraussehen, was einem erwartet, im Gegensatz zu, wenn man eine schöne Agenda hat, wo man genau sieht, was man wann wird müssen machen. Was unterscheidet jetzt die Tätigkeit von einer Assistenzärztin von der von einer Ärztin? Also ich bin im Prinzip eine fertige Ärztin und ich habe genau die gleichen Aufgaben und den gleichen Alltag. Ich mache eigentlich genau das Gleiche wie alle anderen Ärzte, die hier arbeiten. Der einzige Unterschied ist, dass ich formell noch einen Hintergrund brauche. Also wenn ich unsicher bin oder Zweifel habe, kann ich jederzeit jemanden fragen. Das ist pro Tag ein paar Mal mache ich das und wir haben da ein gutes Zusammenarbeiten. Aber sonst arbeite ich eigentlich recht selbstständig und mache genau das Gleiche wie alle anderen. Wie erleben Sie jetzt den ärztlichen Alltag in dieser Gruppenpraxis da? Ja, es macht unheimlich Spass. Es laufen ganz viele Patienten da rein. Es ist multikulturell, man kann verschiedene Sprachen anwenden. Es sind sehr viele so Verletzungen, kleinere oder dann auch mal schwere Krankheiten, die man ins Spital zuweisen muss. Also man, ja, es ist sehr abwechslungsreich. Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit jetzt da von der in einem Spital? Es ist ganz ein anderes Arbeiten als im Spital. Also es ist viel persönlicher mit dem Patienten. Ich glaube, er traut sich auch ein bisschen mehr, oft so ein bisschen kleinere Probleme anzusprechen. Oft sind Patienten kommen mit ganz anderen Problemen, sind ein bisschen weniger krank und können mehr fragen, trauen sich mehr zu fragen. Insgesamt sind natürlich Patienten viel weniger krank als im Spital. Es pressiert ein bisschen weniger. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, vorher, Sie wollten eigentlich Hausärztin werden. Warum das? Ja, also ich habe extrem gerne Kontakt mit den Menschen und auch gerne, ich tue auch gerne Beziehungen ein bisschen aufbauen zu den Leuten und bin auch gerne längerfristig für jemanden eine Ansprechperson als nur schnell Momentaufnahme und dann macht wieder der Nächste. Ich finde es sehr spannend, auch den Verlauf so ein bisschen zu beobachten, was dann wie rauskommt bei diesen verschiedenen Untersuchungen, die man vielleicht noch machen muss. Und ich schätze genau das Persönlichere ein bisschen. Wenn Sie an Ihre künftige Hausarzttätigkeit denken, sind Sie eher der Einzelmensch in der kleinen Praxis oder eher Mitarbeiter in der Gruppenpraxis? Also einerseits fände ich es ganz lässig, so eine richtige Landarztpraxis, wo man wirklich alles machen muss, weil es dann einfach dann noch ein bisschen grössere Herausforderungen sind. Mit auch noch, da muss man noch mehr selber machen, selber können, mit weniger Mitteln, so wie früher. Das fände ich eigentlich eine lässige Herausforderung. Ist aber in der Stadt Zürich sehr schwierig zu machen. Und ich denke, wenn ich in der Stadt Zürich bin, dann auf jeden Fall in einer Gruppenpraxis. Es ist auch schön, wenn man sich austauschen kann. Jeder hat ein anderes Wissen, andere Erfahrungen. Und da kann man viel voneinander lernen und profitieren.